Ja, hallo München, hallo. Also ich habe jetzt keine große Rede vorbereitet. Ich will euch jetzt auch ganz nichts Neues sagen. Ich denke, auch ein kleines Kind weiß jetzt, was los ist in Griechenland und Spanien, Italien und europaweit. Der Kapitalismus zeigt uns sein strengeres Gesicht. Wir haben mit einem menschverachtenden System zu kämpfen in Griechenland. Ein System, das in der Lage ist, die allerletzte Oma, die Rentnerin, in dem letzten Dorf die letzten Cent zu klauen und nicht zu suchen, wo diese Milliarden alle geflossen sind. Wir haben letztens noch ein Memorandum Nummer 3 unterschrieben, 250 Seiten. Es wird nirgendwo von Wachstumsperspektiven geredet und nur noch sparen, was die Lage natürlich schlimmer gemacht hat. Was müssen wir nun alle tun? Also mein Beitrag, ich schlage vor, wir müssen erst einmal mit der Aufklärung kämpfen. Wir müssen unseren Mitmenschen erklären, dass wir nicht von Griechen oder von korrupten Griechen oder von Spanier reden darf, sondern nur von Systemen, die jetzt korrupt sind. Und genau wegen diesem System sind auch die Menschen, sie haben sich daran gewöhnt. Und jetzt kommt die Rechnung. So, dass wir alle von einem Europa reden können, wo nicht die Unabhängigkeit der Länder aufgehoben wird, sondern dass wir von einem Europa, der von Menschenrechten reden kann, von Solidarität und von Demokratie. Vielen herzlichen Dank.